Die grosse Performance von der Papa Lippa ist immer noch Thema draussen. Ja, da vor der Studiotür ist die Sitzung und die Foto mit Papa Lippa. Steffi hat effektiv gemeint, der Kevin kippt jetzt dann und hätte ihm irgendeinen Liter Wasser wollen bringen, weil er einfach so geschwitzt hat und so an der Grenze war. Und hat seinen Schnabel gefüllt oder wie? Kübel hergestellt und gehofft, er könnte es trinken. Es ist also das erste Mal, wo wir offiziell das Maskottli-Geheimnis haben dürfen lüften, weil auch Basilisk eine grosse Show rundherum gemacht hat, wie der Kevin jetzt zum Maskottli wird. Wenn ihr aber selber mal das Maskottli sein, gilt das anonyme Maskottli-Geheimnis also immer noch. Man kann es also auch anonym machen. Brauchen wir auch immer. Brauchen wir auch immer. Also wenn ihr euch melden für den Kanti-Match oder für den Match gegen Lugosch im Europa-Göb am Dienstag oben, dann könnt ihr euch sehr gerne melden an unsere Backoffice-Nummer 077, jetzt müssen Sie schauen, wie sie auswendig haben, 077 267 77 16. Ich kontrolliere es nachher nochmal, aber ich glaube, es stimmt. Das ist gut, nicht, dass ich plötzlich irgendeiner daheim du. Ich wäre gerne ins Maskottchen und wir haben einen Ort verwünscht, wo das nicht gehören. Fangen wir an. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur schon 13. Folge von dieser Saison. Wir reden heute sehr viel über Sportliches, natürlich über den Match gegen Nück, dann über einen Match gegen Düdingen, dann reden wir über die Wechselstrategien von Timo Lippuner und dann machen wir noch eine kleine Vorschau auf unseren Europacup-Match gegen Lugosch, respektive auf die zwei Matches gegen Lugosch aus Rumänien. Passt das? Wunderbar. Meine WhatsApp kriegt von Patrick, du könntest auch ein bisschen überziehen im Timeout, weil es ihn so Wunder nimmt, wie du den Match gegen Nück analysierst. Also gibt er jetzt 45 Sekunden. Ist das ich bin aber froh. Also Nück kann ich 45 Sekunden. Ja, ist das gut? Gut. Also Nück hast du jetzt 45 Sekunden ab jetzt. Gut, also wir haben gegen Nück eine klare Niederlage kassiert. Muss man sagen, wir haben dort nicht unsere Leistung können bringen, wie wir das erhofft haben. Und das hat vor allem angefangen mit einer ungenügenden Serviceleistung. Also wir haben vom Service nicht genug Druck können machen. Und dann hat der Gegner wie Nück ihre Spiel können aufziehen. Auf das haben wir keine Antwort können geben. Das heisst, einfach dort haben wir wirklich verpasst, unsere Chance zu nutzen, in eigener Halle den Gegner unter Druck zu setzen. Und das wollen wir nächstes Mal wieder besser machen. Weil so haben wir nicht herausfinden können, ob wir an diesem Tag Nück schon hätten können schlagen oder nicht. Das war zu kurz gesehen. Das war zu kurz gesehen. Ja, ist aber auch der Match war gar nicht so lang gesehen und ja, da dürfen wir die Tipps die Dinge nachhängen. Das ist gut. Das Wort, das wir ja, oder der Satz, den wir oft gebraucht haben, ist so ein bisschen schade. Oder es ist schade gewesen, weil ja. Wir einfach das Gefühl hatten, in der Halle, da war so ein bisschen richtig viel drinnen gelegen. Es hat viele Leute gehabt, die Leute sind irgendwie heiß gewesen auf dem Match und wir haben es wenig ganz geschafft, nichts dann wirklich zu kützeln. Ja, und das ist ja das, was ich am Team der Besprechung gesagt habe, genau im gleichen Wort, dass ich das Wort Schade brauche, weil ich gefunden habe, wir haben wahrscheinlich, ich kann nicht sagen genau warum, aber es hat ein bisschen Blockade gehabt. Eben, so, manchmal haben wir das Gefühl, ja, es ist jetzt das erste Heimspiel und so viele Leute und es ist nichts und ich will jetzt unbedingt schlagen. Und natürlich haben wir auch gewusst, Papa Lippa, oder? Wir haben auch den Druck geschlossen. Nein, aber Spass beiseite, es ist sicher so gewesen, dass jede mit einem höheren Erwartungsdruck an das Spiel ist. Und wie das halt so oft ist, wenn anfangs sehr so noch nicht alle Sachen zusammenspielen, ist der Druck vielleicht zu hoch auf einem selber. Und dann will man es perfekt machen und dann macht man es eben dann nicht mehr gut genug. Und das ist es einfach gewesen. Das ist einfach nicht gut genug gewesen. Das muss man einfach auch so sagen, ehrlicherweise. Und das hat das Team natürlich auch so gesehen. Und er hat natürlich ab dem nächsten Training dann entsprechend auch Gas gegeben, Training, um das wieder auszumerzen. Aber wie du richtig sagst, an diesem Abend war es schade gewesen, haben wir dort nicht mehr können zeigen und wir wollen da sicher im eigenen Publikum nächstes Mal wieder mehr zeigen, ganz klar. Nächste Match zum Donnerschalt Werbung einschalten ist am 5. November daheim gegen Kanti Schaffhausen am 4. Uhr am Nachmittag. Und wie gesagt, wir suchen noch Papa Lippa. Könnt euch jederzeit bei uns melden, falls ihr Lust habt, mal ein bisschen zu Hause zu lassen in einem Gastim. Gut, dann kommen wir jetzt zum Düdingen-Match. Du hast noch ein paar Sekunden übrig von vorher, also kannst du ein bisschen variieren. 30 Sekunden zum 13-2-Sieg in Düdingen. Ja, also ich glaube, das wird Leimacher wird dann ausgestellt im Europapark mit der Achterbahn. Und das ist eben so gewesen. Wir haben im ersten Satz dominiert, sehr gut serviert und eben dort anzuhängen vom Nückmatch. Die Servicestrategie haben wir gut können umsetzen, haben gut serviert, Druck gemacht, haben den ersten Satz auch im Angriff gut geschafft und klar gewonnen. Und nachher haben wir einen kompletten Einbruch gehabt. Da sind wir zwei Sätze lang vor allem am Angriff nicht mehr auf die Tour gekommen, haben viele Fehler gemacht. Und auf der anderen Seite hat Düdingen auch gut serviert und selber viele Punkte gemacht. Ist aber nicht die Wende gekommen im vierten Satz. Eigentlich schon am Ende vom dritten Satz, aber das war noch Spur gewesen, für den Satz zu holen. Und von dann an haben wir das Spiel wieder im Griff gehabt. Dann haben wir im Angriff gut gespielt, sehr gut in die Mitte. Über sehr gut die Mitte angegriffen und viel Blockpunkt gemacht. Und dann hinten raus im fünften Satz eigentlich einen souverän den können gewinnen. Und von dem her sind wir mit der Achterbahn am Schluss am höchsten Punkt auf unserer Seite gewesen. Dann wird es aber schwierig zum Aussteigen, oder? Ich habe mir jetzt gerade so eine Europa-Cup-Achterbahn vorgestellt. Wir steigen noch raus, wir bleiben am höchsten Punkt. Aber wir bleiben dort. Ja.
Und bis zum Ende der Saison. Das wäre natürlich schön. Und dann steigen wir von der oben aus. Ja, genau. Das, ja, wenn wir das können. Ich bin ja mega Fan von so Bildern. Gott sei Dank. Wir kommen irgendwann sicher ins Ziel und vielleicht haben wir bis dann aussteigen auf dieser Höhe geschafft. Okay. Wir haben ja auch einen neuen Glücksbringer, nicht nur das Maskottli, sondern auch der Dave. Vielleicht noch liebe Grüße an Dave, weil der Dave ist mit dem Velo am Nachmittag, respektive am Mittag, etwa um 12 Uhr von Basel losgefahren. Ich weiss das drum, weil ich bin am Morgen noch rennen. Bin durch die Stadt gefahren und plötzlich fährt der Dave, durch die Stadt gelaufen, der Vater Dave an mir vorbei und sagt, hey, wir sehen uns in 4,5 Stunden in Düdingen. Also heisst, mit dem Velo hat es probiert bis auf Düdingen, ist nicht ganz bis auf Düdingen gekommen, aber hat dann die letzten Kilometer noch im Zug geschafft. Der hat uns vor Ort unterstützt und ist dann mit dem Teambus und mit dem Velo wieder zurück. Ja, Wahnsinn, oder? Also eben, es war ja sehr windig gewesen, muss man sagen, zu ihrer Verteidigung. Also mit dem Gegenwind, glaube ich, ist es schwierig, diese Strecke zu machen. Aber natürlich super cool, dass er im pinken Shirt, im pinken Velo-Shirt, ist er am Match gekommen und hat uns dort zum Sieg gepusht. Wer auch dabei war, und das nehmen wir vielleicht jetzt ein bisschen als neue Rubrik, ich weiss noch nicht, ob wir es etablieren können, aber probieren es jeden Fall ab und zu zu machen. Ich habe mit der Ella nach dem Match noch geschwätzt und habe so gesagt, Ella, mach mal dein Wort zum Sonntag oder dein Wort zum Match. Und das hören wir uns jetzt schnell an. Ich rede jetzt von mir, wie es für mich von außen ist. Ich bin so nervös, immer von außen. Und heute war es so ein bisschen Achterbahnfahrt, muss ich sagen. Der erste Satz. Wir sind mega gut gestartet und es war richtig geile Energie. Und wir sind Vollgas rein. Gute Reaktion auf den Mittwoch. Und dann im zweiten Satz sind wir auch gut gestartet. Und dann plötzlich haben wir nicht mehr unser Spiel gemacht, nicht mehr einfach Punkte nicht mehr gemacht. Ich habe das Gefühl, Annahme war immer gut gewesen. Aber einfach den dritten Kontakt haben wir einfach nicht mehr durchgebracht. Der Service war auch viel besser gewesen, weder am Mittwoch. Und dann die letzten drei Sätze waren einfach ein riesen Fight gewesen und es war einfach wichtig gewesen, dass wir nach dem dritten Satz, den wir verloren haben, wieder voll zurückgefunden haben. Ja. Und ich habe mein Nationaldebüt gegeben. Crazy. Ich war mega nervös gewesen. Aber es war gut gewesen. Es war gut gewesen. Ich habe mich gut aufgenommen gefühlt von den Mitspielerinnen und ich habe es probiert einfach zu geniessen. Ja. Ist halt schon noch cool, gell, wenn so junge Spielerinnen so davon erzählen, wie sie das erste Mal auf der in Anführungszeichen grossen Bühne in der Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Ja, und das ist etwas, was man von außen, aber manchmal auch für uns, von innen, manchmal ein bisschen unterschätzt, oder? Also wir haben Sportlerinnen, die natürlich den ganzen Tag hart dafür arbeiten und das ist dann das erste Mal an einem Match, der wirklich eingesetzt wird. Das ist ein entscheidender Moment oder ein Schlüsselmoment in der Karriere von einer Spielerin auch. Das ist, glaube ich, etwas, was sie auch nicht vergessen wird. Und da wird erzählt, oder in 10 Jahren noch weiss, in dieser Halle habe ich das erste Mal im Einsatz gehabt und im besten Fall ist 10 Jahre später ist sie vielleicht an einem ganz anderen Ort und denkt dort zurück. Und das ist natürlich ein Schlüsselmoment und ja, da geht viel einem vor. Das hat man natürlich auch gehört. Das ist eben schon als Passöse speziell. Natürlich wirst du auch als Angreiferin relativ schnell unter Druck gesetzt, kommst vielleicht gerade der erste Service über oder so. Aber als Passöse hast du halt wirklich in jedem Ballwechsel deine Hände im Spiel. Das heisst, du wirst gar nicht drum herum kommen, den Ball zu berühren und deine Entscheidungen haben dann schon wieder einen Einfluss auf den Match. Ja, das ist eine schwierige Rolle und darum ist es auch für junge Spielerinnen eine schwierige Rolle und darum haben wir das ja auch schon angesprochen, dass die Kombination mit der erfahrenen ersten Passöse sehr wichtig ist, weil Mita gibt ihr dort auch Ruhe und sagt, hey, du machst das und probier mal so. Und ich glaube, genau die Kombination ist ja so. Aber ja, zwischendurch wird einfach ins kalte Wasser geschossen. An dem Moment führt einfach kein Weg vorbei. Dann kommt irgendeiner und der ist jetzt bei der Ella am Samstag gewesen. Und das ist ein Doppelwechsel gewesen. Vielleicht leitet das jetzt gerade über, oder es wird nicht nur vielleicht, es wird überleitet zum nächsten Thema. Nämlich zu dem Wechsel. Es ist ein Doppelwechsel gewesen, wo dann eine Diagonalangreiferin für die Passöse gebracht hast und eine Passöse für die Diagonalangreiferin, dass du vorne wieder drei Angreiferinnen hast. Das führt so ein bisschen zum Thema von der Wechselstrategie. Was hast du jetzt konkret bei diesem Wechsel zum Beispiel überlegt? Also, es ist ja häufig so, eben Doppelwechsel, aus zwei Ideen kann man das machen. Man tut den Block verstärken, weil man zum Beispiel eine kleinere Passöse hat und sagt, okay, die Diagonalspielerin, die auf der Bank steht, sitzt, besser gesagt, nur ich stehe auf der Bank, Kamix, Und wirst dann von den Schiedsrichter weggewiesen. Genau. Ein Insider aus dem VfB Zahlsch, ich muss es schnell erklären, im allerersten Match im Göpp-Spiel, gegen Bubendorf ist das gewesen, hat der Timo nicht von Anfang an gespielt, dann ist auf der Bank gestanden und dann hat ihn der Schiri dazu angewiesen, dass doch bitte zu den Auswechselspielern hinterher stehen und nicht auf dem Bänkli stehen. So ist es, Coach und Spieler mischen. Also eben, auf jeden Fall tut man dann einen Blockspieler möglichst her, man sagt, okay, grösserer Spieler für den Block und dann man natürlich hinten eine Passöse einwechseln, damit man wieder einen Pass im Spiel hat. Im optimalen Fall. Und der zweite Grund ist, sagt halt,
Häufig bleibt man in einer Rotation stecken, die passend vorne ist. Man hat nur zwei Angreifer und man kommt nicht zum Punkten, warum auch immer. Und der Doppelwechsel durch die Funktion, dass einerseits natürlich ein Passwechsel nur einen Impuls gibt und man hat drei Angreifer am Netz. Also das ist so ein Wechsel, der zum Beispiel Düdingen in jedem Satz gemacht hat. Und wir auch probieren natürlich immer wieder zu etablieren, wo die auch herausfinden, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und das ist dann mal der klassische Doppelwechsel in dem Sinn. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den klassischen Direktwechsel. Also man wechselt ein Spielerin für eine Position aus, sagt, okay, ich wechsle aussen für aussen oder Mitte für Mitte, Pass für Pass oder Libero darf man fließend wechseln. Das sind so Themen, die eigentlich einfach sind, weil die Leistung nicht stimmt oder sich tragischerweise manchmal auch jemand verletzt. Das sind die normalen Wechsel. Aber was die Leute manchmal nicht so sehen oder die nicht so offensichtlich sind, sind mal so die Position wechseln. Zum Beispiel nehmen wir Rotmaria und Tanna, die beide Aussengreiferinnen sind. Und den meisten Leuten ist es nicht so bewusst, dass die zwei Positionen eigentlich unterschiedliche Aufgaben haben, obwohl sie die gleiche Rolle spielen. Also die eine spielt in der Rotation neben der Passeuse, ist also zweimal mit der Passeuse vorne. Und die andere spielt neben der Diagonale, ist also zweimal mit der Diagonale vorne am Netz. Und das bedeutet, die eine hat mehr Angriffsdruck und die andere muss dafür mehr in der Annahme übernehmen. Und das haben wir zum Beispiel in einem dritten Satz getauscht. Also wir haben, normalerweise ist die Hanna neben der Passeuse und das haben wir getauscht. Und das merkt man von uns natürlich nicht, weil die beiden Spielerinnen spielen immer noch. Und fachkundige Zuschauer haben das wahrscheinlich gemerkt. Aber für uns ist das dann nicht so bewusst. Und es vor allem aber eine Position auch gibt, wo sie dann hinten angreifen, also auf dem genau. Zweier, nicht auf dem Vierter, da könnte man es noch merken. Genau, das ist ein wichtiger Hinweis, weil das ist natürlich der Unterschied. Die, die neben der Passeuse steht, die greift einmal auf der Position 2 an und ist tendenziell meistens ein bisschen die höhere Spielerin, die höhere Angreiferin, weil sie eben zweimal mit der Passeuse vorne ist. Also das sind so Punkte, die man nutzt. Und das andere, was beide Trainer genutzt haben, gegen die Dinge, ist so der Rotationswechsel. Nimm das auch so ein bisschen die Wechselstrategie rein. Also beispielsweise mit wem man auf welcher Position anfängt. Also aufgrund von der Matchanalyse hat Düdinger zum Beispiel mit Pass 4 angefangen. Also meistens fängt man mit dem Pass hinten an, damit man gerade drei Angriffe am Anfang. Und sie haben Pass 4 angefangen, ganz klar, einen strategischen Grund. Ich kann nicht genau sagen, was der Grund war. Vermutlich hat es mit dem Block zu tun. Weil wenn man weiss, wie der Gegner aufsteht, sagt man, ich will meinen besten Block gegen die beste Angreiferin zum Beispiel oder so. Und das hat es dann in jedem Satz gewechselt. Also wir haben gewechselt auf Pass 2 und sie auf Pass 6 und so weiter. Und so probiert man manchmal einfach das Matchup zu ändern. Also ich habe einen besseren Block gegen eine bestimmte Situation oder wir sind in einem Satz aus der Annahme nicht rausgekommen und dann probieren wir im nächsten Satz, dass sie nicht mehr die gleiche Annahme gegen die gleiche Serbisch-Spielerin hat. Wenn der Gegner aber das eben auch denkt, das haben wir auch schon mal ein bisschen diskutiert gehabt. Aber ja, das ist eben passiert und gleichzeitig eben viel Wechsel auf der anderen Seite. Düdingen hat Diagonal für aussen für Diagonal und so gehabt. Und das gibt im Spiel natürlich jedes Mal einen neuen Impuls. Und das ist das, was wir ja wollen. Wir wollen im Spiel einen neuen Impuls zu unseren Gunsten geben. Und das kommt meistens aus dem Bauchgefühl raus. Und auf der anderen Seite ist es schon so, dass wir Trainer natürlich die Spieler die ganze Woche sehen und Stärken und Schwächen können einschätzen können. Und dann auch mal sagen, ja, ich gebe der Spielerin ein längeres Vertrauen, damit sie sich auch mehr entwickeln im Team. Und handkrum gibt es manchmal Momente, wo man sofort wechselt, weil man irgendwie sagt, jetzt muss ich wechseln. Aber häufig ist es auch Bauchgefühl. Dass man wirklich sagt, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss ich wechseln. Und manchmal bereut man es. Und manchmal bereut man es, wenn man es nicht gemacht hat. Aber ich glaube, das gehört zum Job dazu. So wie beim VBC Altschüler. Genau, und den Link wieder zu machen. Dort hat es nämlich der Coach, wir wollen jetzt keine Namen nennen, ein bisschen genau. Vercoacht im letzten Match. Ja. Aber er hat eine Chance, um es wieder gut zu machen. Ja. Und auch wenn er ein bisschen angezählt ist, dann kann er heute so zeigen, was er kann. Genau. Und du spielst im Fall nicht. Also, ja, ist gut. Du bist zuerst auf dem Bänkli. Dann kann ich aufs Bänkli stehen wieder. Leider können wir nie Werbung machen, weil der Podcast erst am Dienstag kommt, aber ja, wir hätten heute oben noch Match gegen Herbie. Ja. Ist auch nicht so wichtig. Nein, es gibt durchaus relevantere Sachen, wie zum Beispiel der Europacup, wo wir noch schnell darauf hinweisen wollen, weil die Auslosung letzte Woche war. Wir spielen gegen Lugosch aus Rumänien. Da sind wir ja schon mal gewesen während der Corona-Zeit. Bin gespannt, ob ein bisschen mehr los ist in dem kleinen Dörfli in Rumänien als damals. Am 8.11. sind wir in Rumänien und am 14.11., das ist ein Dienstag oben, ist ein bisschen wie Champions League im Fußball. Am 14.11. am Dienstag oben spielen wir daheim gegen Lugosch am 7.30 Uhr zu oben. Man kann jetzt auch schon Tickets kaufen auf eventfrog.ch. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir dort europäisch vielleicht auch eine Runde weiterkommen. Ja, also das ist, die rumänische Liga ist eine sehr starke Liga. Mit auch wirklich sehr gute Ausländerinnen dort. Sie haben ein sehr hohes finanzielles Level auch.
Und das bedeutet, wir werden sehr starke Gegner haben dort. Aber es ist natürlich cool. Und Europa Cup hat immer zwei Seiten. Das eine ist, man reist auch irgendwo her, zum dürfen Volleyball spielen dort. Und das zweite ist, es ist natürlich super cool, wenn man eine Runde weiterkommt und dann wieder einen nächsten Gegner hat. Man kann wirklich als Team entwickeln in dieser Phase. Und auf jeden Fall freuen wir uns auf die Herausforderung. Und haben natürlich auch schon ein bisschen mit der Vorbereitung angefangen. Also wir haben auch schon mit Videoaustausch angefangen mit dem Gegner. Und ja, wir sind gespannt und wir freuen uns. Zuerst steht aber noch ein bisschen eine andere Provinz an. Darf man Provinz sagen? Ich glaube nicht über Glarus. So ein bisschen bergliche Umgebung. Auf jeden Fall genau. Gehen wir zu Glaronia am Wochenende. Vielleicht noch schnell ein paar Worte zu diesem Match. Ja, also eben, es ist der Aufsteiger. Aufsteigen dort und darum eben ist es ein neuer Ort für uns zum Herfahren. Sie waren auch schon in der Nazia vor relativ langer Zeit. Und ja, darum, es ist eine lange Fahrt dorthin, aber es ist ein Aufsteiger, der früher gezeigt hat, dass sie in der Liga nicht nur weit dabei sind, sondern dass sie auch angekommen sind. Sie haben relativ früh schon den ersten Saison-Sieg einfahren können. Und von dem her ist es auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Und es ist ein ganz wichtiger Match für uns auch. Natürlich hat eben, die Saison ist früh und gegen Aufsteiger wo man meistens das Ganze noch ein bisschen besser machen. Und, die haben nicht viel zu verlieren, sozusagen. Das ist immer die Ausgangslage, wo man das Gefühl hat, von aussen ist es so. Aber, wie gesagt, wie wir schon in der Vorschau gesagt haben, es gibt keine einfachen Spiele mehr in der Liga. Und auf jeden Fall wird das ein härter Brocken, aber wir wollen dort auf jeden Fall alle Punkte empfehlen. Und dann hätten wir 3 Siege aus 4 Spielen, was ja genau, sehr schön ja. Saisonstart war. Genau. Gut, hast du noch etwas zu sagen? Nein, alles gut. Vielleicht das mal wieder die Abmoderation. Du darfst ja. Wir freuen uns auch jederzeit über Feedback. Ihr dürft euch sehr gerne melden an info@smash.ch oder per WhatsApp. Die unsere Nummern haben, wie der Patrick das heute Morgen oder gestern oben noch gemacht hat. Und dann nehmen wir eure Inputs sehr gerne auch mit in den Podcast. Danke schon vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche.